Damit die Folge nicht zu lang ist, habe ich jetzt beschlossen, doch nochmal eine Folge hinterher zu hängen. Und das heißt, herzlich willkommen wir, bei Tomb Raider. Die Chronik. So, jetzt müssen wir mal gucken. Scheiße. Das war natürlich sehr gut. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? So, jetzt haben wir das, was ich haben wollte. So. Ich versuch's jetzt erst einmal ohne Leben. Jetzt tun wir nochmal speichern. Okay, Anlauf nehmen ist nicht. Nein! Das ist das gleiche. Das ist das falsche Ding, weil ich gespeichert habe. Weil ich geladen habe. Nochmal. Das heißt, wir springen gleich einfach nur. Wir nehmen keinen Anlauf. Dann müsste das auch passen. Ja, passt. Okay, einmal nach unten. Okay, das Leben reicht nicht aus, um da runter zu jumpen. Okay, dann müssen wir das anders machen. Weil ich will nicht direkt hier runterfallen und dann Leben verschwenden. Das ist nicht gut, weil dann habe ich nur noch zwei Dinge. Ich glaube, ich müsste jetzt drei haben, aber sollt ihr immer eins parat haben. Ich meine, ich weiß, wo noch eins ist. Gleich. Aber muss trotzdem nicht sein. Das muss trotzdem nicht sein. Ja gut, wir haben noch drei große Medikits. Ich hoffe mal, dass das jetzt für den Endspann reicht. Also für den Endakt sollte das ja eigentlich reichen. Und gleich noch einen, dann haben wir noch zwei Stück. Sollte ja eigentlich funktionieren, hoffe ich mal. So.
Müsste das? Jemine. Das ist ein Graus, Habe ich es jetzt... Okay, ich kann eventuell doch noch das Medikit sparen. Gott, ey. Hat doch wunderbar funktioniert. Das hat doch mal wunderbar funktioniert. Oder wie seht ihr das, Chat? Musste kein Medikit verschwenden. Nix. Oh mein Gott. Wenn ich da jetzt durchgesprungen wäre, dann hätte ich jetzt geheult. Das läuft besser als beim ersten Mal. Das läuft echt besser als das erste Mal. Also jetzt, was die Medikits angeht, von der Fail-Rate eher weniger. Aber ich hatte das letzte Mal, wo wir das gespielt haben, ab dem Punkt hier nur ein Medikit. Und ich hatte, ich glaube, ich hatte sogar gar kein Medikit mehr. Let's go! In Bewegung bleiben, Mädel. Du hast verdammt zu viele Jungs, die mit dir tanzen wollen. Jetzt ist er schön eingesperrt. Ist er sehr schön eingesperrt.
So. Einmal hier rein. Dann haben wir ihn da eingesperrt. Und weißt du, was wir machen? Wir lassen ihn jetzt ersticken. Komm, gib um. Und jetzt haben wir das andere, zweite Teil. So, jetzt können wir wieder hier raus. So. Lief doch eigentlich ganz gut. Da ist das zweite Teil. No. No. Benutzen. So, jetzt haben wir das Werner von Kreuer-Abzeichen und jetzt gehen wir uns verpissen. Und zwar auf dem Dach. Jetzt gehen wir auf ein Dach und uns verpissen. Und dann haben wir eigentlich Tomb Raider so gut wie durch, glaube ich. Prima, Mädchen, das war Spitzenarbeit. Und jetzt schwing deinen knochigen kleinen Hintern da raus. Hey, wir bleiben aber in Verbindung. Abgemacht? Vielleicht werden wir ja noch Brieffreunde oder sowas. Knochige Hintern? Das will ich überhört haben. Aber wir bleiben in Kontakt. Und jetzt mach Platz, Yankee Fatzke. Ich komme raus. Ab geht's. Bei uns sein können. Genau. Möge sie in Frieden ruhen. Herr von Krei, schnell, hier drüben! Das ist der Tempel, wo er sie im vierten Teil eingeschlossen hat. Was ist los, Mann? Was haben Sie gefunden? Zeigen Sie her. Na los, zeigen Sie schon. Wir haben Sie gefunden. Ihr habt einen Rucksack gefunden, aber nicht Sie. Aber hey. Das war Tomb Raider die Chronik. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat das Nostalgie-Let's Play und dazu der Livestream gefallen. Lasst doch gerne ein Like da. Besucht mich doch gerne mal auf Twitch und seid live dabei. Und schreibt mir doch mal, welches Nostalgie-Kindheitsspiel du ja damals gespielt hast. Ich würde mal sagen, wir machen im Stream jetzt weiter mit Tomb Raider Legend. Bis dann!